Voilà, Covid génial. Takutsuwa Victoria Rosa Meitzer, oder TK Meitzer, wie ihre Fans sie nennen, zieht mit 5 Jahren mit ihren Eltern von Simbabwe nach Australien. Eigentlich möchte sie Architektin werden, doch dann erwischt sie das Rap-Virus. 3 Jahre nach ihrem ersten Hit Brontosaurus schlägt sie mit ihrem Album TK in Europa auf und bekommt prompt das Etikett Neue MIA verpasst. Sehr zum Ärger der 20-jährigen Australierin, die es sich zum Ziel gemacht hat, sämtliche musikalischen Schubladen über den Haufen zu werfen, indem sie hemmungslos Pop, Rap und Elektro zusammenmixt. Vor ihrem Konzert im Pariser Badaboom stöbert TK Meitzer in der Tracks-Plattenschatzkiste nach noch frischen Kindheitserinnerungen. Die hier ist ja cool, obwohl ich nicht weiß, wer das ist. Mein zweiter Vorname ist auch Victoria. Vielleicht deshalb. Und ich bin 2000 nach Australien gezogen. Geboren wurde ich ja in Simbabwe. Passt also. Mein Vater spielte in einer Band und hat immer mit seinen Freunden Songs geschrieben. Allein dadurch, dass ich ihn jedes Wochenende Musik machen sah, war ich irgendwie schon mittendrin. Meinen ersten Auftritt hatte ich bei einer Familienfeier. Mein Vater machte Partymusik aus Simbabwe und holte mich dann auf die Bühne. Nur so, aus Spaß, damit ich mal vor Leuten auftreten kann. Das war natürlich schon etwas beängstigend, aber auch cool, denn ich glaube, Familie und Freunde sind das ehrlichste Publikum. Und sie meinten, ja, du hast Potenzial. Das habe ich nicht erwartet. Versuch's nochmal. So klingt der Song richtig? Er lief zu langsam, okay. Cool, aber langsam war's besser. Bilder waren für mich schon immer das Wichtigste. Ich glaube, wenn du Musik machst, kann ein Bild einen Song besser machen oder auch schlimmer. Wenn es gut gemacht ist, ist es wie bei einer Pizza. Alles zusammen schmeckt einfach super. Mine from, mine from, mine from.
Tracks geht weiter in den sozialen Netzwerken und auf unserer Website.